Hey Leute, ups. Hallo, letztes Jahr habe ich einiges gemacht, um das Haus hier wärmer zu machen, unter anderem den Fußboden. Ich habe oben die Fußbodenheizung verlegt und da es ein altes Haus ist mit alten Balken, die wahrscheinlich nicht so viel Tragkraft haben, habe ich mich für ein ganz leichtes Modell entschieden. Mein Nachbar hat es mir empfohlen, hier solche Paneele aus Styroporplatten. Die sind normalerweise so 50 cm mal 1 Meter. Das sind 4 oder 2 Gänge für die Rohre. Ich habe mich für 4 entschieden. Und darauf liegt so eine Aluminiumplatte. Und ein Rohr wird ganz leicht hier eingeklemmt. Das ist echt wahrscheinlich der schnellste Fußboden oder die schnellste Fußbodenheizung, die ich gemacht habe, auf jeden Fall. Ich habe bisher nur Fußbodenheizung mit Estrich gemacht und das ist natürlich, das dauert erstmal, um das alles aufzubauen. Später, bis es getrocknet ist und erst dann kannst du es nutzen. Und hier ist es wirklich nach 2 Tagen schon oder nach einem Tag, wenn das Zimmer kleiner ist oder wenn mehr Leute arbeiten, kannst du es nach einem Tag schon benutzen. Schnell verlegt, das musst du nicht mehr verkleben. Einfach auf den Boden. Dann Rohr rein, Trittschalldämmung, Laminat, Parkett, Vinyl, was auch immer. Es geht auch Fliesen. Mit Fliesen dauert es vielleicht ein bisschen länger. Man kann auch Trockenestrich drauf machen. Man kann theoretisch auch ganz normal Estrich nochmal drüber gießen. Aber so funktioniert es auch und ich bin hier super zufrieden. Das ist die Heizung, die am schnellsten verlegt ist und die reagiert auch richtig schnell. Also wir nutzen das Haus hauptsächlich als Wochenendhaus und auf dem Weg hierher schalte ich auf dem Handy den Knopf Heizung an und wir kommen eine halbe Stunde später hierher und der Fußboden ist super warm. Der ist schon nach 10 Minuten warm hier im Bad mit dem Vinyl. Der ist relativ dünn, ist es echt am schnellsten. Der Fußboden ist super schnell warm. Also sehr schöner, sehr schneller Aufbau, sehr schnelle Reaktionszeit. Es ist nicht so wie bei Estrich-Fußbodenheizung, wo du erstmal einen halben Tag wartest, bis alles durchgewärmt ist. Das ist vielleicht, wenn man dauerhaft drinnen wohnt, auch nicht schlecht. Die Heizung speichert dann auch Wärme, aber so wie bei uns, schnell warm werden, ist das hier der optimale Fall. Also hier sind noch Platten mit Bögen, 180 Grad. Wenn man noch andere Bögen machen will, es gibt auch so eine kleine Heißdrahtlötgeschichte, mit der kann man dann Kurven schneiden, um in den Türschwellen oder um irgendwelche anderen Gegenstände zu verlegen. Geht richtig einfach, jederlei kann das machen. Hier ist unser Verteiler. Ich habe 7 Kreise gemacht. Pro Zimmer habe ich ein bisschen mehr, 2 bis 3 Kreise verlegt, damit es eben schneller geht, damit die Pumpe nicht das ganze Wasser langsam durch ewig lange Rohre pumpen muss, sondern schnelle, kurze Wege und dadurch ist die Heizung richtig schnell. Ja, also kann ich nur empfehlen, das ist jetzt keine Werbung, ich wollte nur zeigen, wie ich das gemacht habe. Das geht wirklich schnell. Ich habe einfach mit einem Kumpel das gemacht, voll easy und ja, viel Spaß beim Gucken und falls ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare, über ein Like würde ich mich freuen, abonniert meinen Kanal, tschüss, bis bald.